Nun ist es so, wenn man da von Hunger redet und die anderen reden von Food Insecurity, die anderen reden von Food Safety und so weiter und so fort, ja. Also ich glaube, wir müssen einmal diese Begriffe ein bisschen sortieren, damit wir uns darauf verständigen können, wovon wir überhaupt reden. Daher möchte ich zu Beginn mit einigen begrifflichen Klarstellungen. Und dann möchte ich aufzeigen, das leider muss ich sagen, Missverhältnis zwischen Anspruch und Wirklichkeit in Bezug auf die Hungerbekämpfung. Und dann werden wir uns mehr in verschiedene Themen hineinbewegen, die ja so maßgeblich sind für die künftige Entwicklung. Und dann auch noch am Schluss überlegen, wie wir oder was wir tun können, damit wir tatsächlich zumindest in die Nähe einer globalen Ernährungssicherung kommen. Also wie gesagt, zunächst einmal einige begriffliche Klarstellungen. Im Englischen wird unterschieden zwischen Food Security und Food Safety. Das heißt, Food Security, darunter wird verstanden, Lebensmittelversorgungssicherheit. Das ist das, worüber wir uns heute in erster Linie unterhalten wollen. Und Food Safety ist eigentlich, ob die Lebensmittel sicher sind. Das heißt, ob man also nicht vergiftet wird, wenn man also gewisse Lebensmittel zu sich nimmt. Im Deutschen gibt es diese Unterscheidung leider nicht. Daher ist es gut, wenn wir von Ernährungsversorgungssicherheit reden und nicht nur von Lebensmittelsicherheit. Die UNO hat also schon vor einigen Jahren, beziehungsweise genauer gesagt, die Unterorganisation FAO, die Food and Agriculture Organization in Rom, hat also eine Definition entwickelt, was unter Food Security zu verstehen sei und wann was sein muss, damit diese gewährleistet ist. Also geht uns im Wesentlichen darum, dass erstens alle Menschen, nicht nur bestimmte Gruppen, alle Menschen jederzeit einen entsprechenden Zugang, und zwar sowohl physisch als auch ökonomisch, das heißt, dass sie sich die Lebensmittel auch leisten können, haben und dass diese Lebensmittel auch sicher sein sollen, nährstoffreich, Rücksicht nehmen auf die verschiedenen Ernährungsgewohnheiten. Also wenn Sie an Indien zum Beispiel denken, da hat ja das Vegetarische ganz eine andere Bedeutung als bei uns und dergleichen mehr. Also alles, was man braucht an Lebensmitteln, um ein gesundes und aktives Leben führen zu können. Das ist die Definition, die heute noch gilt und die auch immer wieder angewendet wird. Dann ist es so, dass es verschiedene Dimensionen gibt von Versorgungssicherheit. Ja? Also da ist einmal zum einen die physische Verfügbarkeit. Also wird genügt, das betrifft die Angebotsseite. Die Frage ist, wir werden genügend Lebensmittel produziert. Und zur Produktion gehört nicht nur die Produktion auf den Feldern und in den Ställen dazu, sondern natürlich auch die Lagerhaltung, die ganze Logistik und der Handel. Also das zusammen ist also sozusagen die Angebotsseite. Wobei es auf dieser Angebotsseite verhältnismäßig, mit Ausnahme von bestimmten Ländern, weniger Probleme gibt als auf der Nachfrageseite. Da ist also die Frage des Zugangs zu entsprechend ausreichenden und gesunden Lebensmitteln. Das ist also das Kernproblem eigentlich. Und da ist es so, dass also eben dieser Zugang dadurch bestimmt wird, nicht nur, ob also in den Geschäften, ob ich da genügend Lebensmittel einkaufen kann, sondern auch dadurch, dass ich das notwendige Einkommen dafür habe, um mir Lebensmittel überhaupt leisten zu können. Momentan ist das in einigen Ländern, da werden wir noch drauf kommen, ein großes Problem, dass sich die Leute Lebensmittel nicht leisten können oder nur zum Teil leisten können. Also da spielen die Einkommen eine Rolle.
Dann spielen natürlich auch die Märkte, inklusive diverser Spekulationen, die es auf diesen Märkten gibt, eine große Rolle. Das haben wir gerade jetzt bei den explodierenden Weizenpreisen und anderen Getreidepreisen als Problem vor uns. Und dann spielen natürlich auch die Märkte eine Rolle. Also die Frage, ob in einem Land, ob ein Land importorientiert ist, wie die arabischen Länder zum Beispiel, ob es exportorientiert ist wie die Industriestaaten oder ob von vornherein nur unzureichend produziert und eingelagert wird, wie in den Subsistenzfarmen in südlich der Sahara in erster Linie, aber nicht nur dort, sondern auch genauso in Ländern wie Indonesien, wie Nordkorea und eine Reihe anderer Länder. Dann ist es auch die dritte Dimension, wenn wir von Versorgungssicherheit reden, ist also die physiologische Nutzung. Also da zählt die Vielfalt der Ernährung dazu, da zählen die Nahrungsgewohnheiten dazu, da zählt also die Zubereitung der Lebensmittel dazu und vieles andere mehr. Und nicht zuletzt, wir haben es leider damit zu tun, dass es in diesem Bereich immer wieder relativ große Volatilitäten gibt, das heißt große Schwankungen und zum Teil sehr spontane Schwankungen. Das hat einerseits mit einem traditionellen Phänomen zu tun, mit der sogenannten Alternanz. Das ist also, das kennen Sie alle, wenn Sie einen Garten haben, mit ein paar Apfelbäume, vor allem ältere Apfelbäume, die tragen ein Jahr gut und das zweite Jahr fast nichts oder gar nichts. Ja. Diese Alternanz gibt es aber nicht nur bei Apfelbäumen, sondern die gibt es also bei vielen Früchten, insbesondere dann, wenn also die Versorgung mit Nährstoffen, also die Düngung und dergleichen mehr, die Wasserversorgung nicht richtig funktioniert, dann ist natürlich die Frage der Wetterbedingungen, die ja auch immer extremer werden. Das hat natürlich mit dem Klimawandel zu tun, weil ja der Klimawandel als Phänomen für die Landwirtschaft in erster Linie die Auswirkungen hat, dass die abnormalen Wetterereignisse wie Dürren, wie Überflutungen, wie Stürme und, diese Dinge nehmen enorm, und zwar sowohl nach der Häufigkeit als auch nach der Intensität zu, also richten größeren Schaden an. Die größte Versicherungsanstalt für Naturalversicherungen, die Münchner Rück, ja, bei der hat sich in den letzten 15 Jahren die Schadenssumme, die sie verrechnen müssen, verdoppelt. Also da sind enorme Entwicklungen im Gange. Dann spielt natürlich auch politische Instabilitäten und Ähnliches eine wichtige Rolle. Das erleben wir ja gerade jetzt in verschiedenen Ländern und auch dann noch ökonomische Faktoren. Auf diese Dinge werde ich dann noch etwas genauer eingehen. So viel einmal an begrifflicher Klarheit. Hoffentlich ist es gelungen, ein bisschen diese Unterscheidbarkeit der verschiedenen Phänomene, die mit dem Hunger verbunden sind, zu beschreiben. So, jetzt also, muss man leider sagen, hat der Hunger viele Gesichter. Da ist also einerseits, gibt es zwei Grundtypen von Versorgungsunsicherheit. Das eine ist eine chronische Versorgungsunsicherheit, also dass die Jahr für Jahr immer wieder auftritt und jedes Jahr immer wieder Probleme verursacht. Und das andere, das sind also Versorgungsunsicherheiten, die also einmal auftreten, dann wieder nicht, also die also so transitorisch sind. Über die Details, glaube ich, da müssen wir jetzt noch nicht eingehen. Das ist mehr dann für Spezialisten. Im Übrigen, apropos Spezialisten, wer also meine Präsentation haben will, ich bin sicher, Sie schicken den Leuten diese zu, wenn es da eine Nachfrage gibt. Von meiner Seite steht dem nichts entgegen.
dann ist es natürlich auch noch ein großes Thema, nämlich die Intensität der Versorgungsunsicherheit. Da hat also vor einigen Jahren die IPC, das ist der International Policy Council, die haben eine Klassifizierung entwickelt, wo sie also diese Versorgungsunsicherheit in 5 verschiedene Kategorien einteilen. Also das Grüne, das Sie da sehen, das ist also, dass es also generell Versorgungssicherheit herrscht. Dann gibt es aber in Abstufungen eben diese 5 Stufen, die also dann in der 5. Stufe in die Katastrophe gehen, wo es also tatsächlich zu echten Hungersnöten mit Toten, mit Leuten, die verhungern, kommt. Und dazwischen gibt es also andere Schäden an der Gesundheit, zum Beispiel vor allem an der Gesundheit der Kinder, wenn die also gerade im Frühkindstadium keine entsprechende Diät, die sie brauchen, bekommen, dann kommt es zu dem berüchtigten Zwergwuchs, der also dann dauerhaft Schäden am Organismus dieser Kinder hervorruft. Dann gibt es natürlich auch Krankheiten, die mit dem Hunger entstehen oder auftreten. Also das ist zum Beispiel Hungerödeme oder eben einseitige Ernährung, die also dann zu Stoffwechselstörungen und verschiedenen anderen Krankheiten führen. Und da ist also jetzt aufgezeigt, sozusagen die Spirale, um die sich diese Lebensmittelversorgungsunsicherheit dreht. Hier ist also im Zentrum vor allem die Armut. Die Armut ist ein ganz wichtiger Faktor, der zu Versorgungsunsicherheiten, zu Hunger, zu Fehlernährung und dergleichen führt. Und diese Fehlernährung führt dann eben zu einer negativen Entwicklung, insbesondere, wie ich schon gesagt habe, im Kindesalter. Und führt aber auch beim Erwachsenen dazu, dass es zu Krankheiten und Störungen kommt. Und das hängt dann wiederum zusammen mit einer niedrigen Produktivität. Und die niedrige Produktivität ist dann mit ein Verursacher der Armut. Also das ist alles nicht so ganz einfach, wie wir sehen können. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie ist das? Mit welchem Anspruch tritt die Welt auf in dem Zusammenhang und wie schaut es in Wirklichkeit aus, dann müssen wir leider feststellen, dass wir da ein trauriges Kapitel aufschlagen. Die UNO hat im Jahr 2015 in der Vollversammlung einstimmig beschlossen, dass diese sogenannten SDGs, die Sustainable Development Goals, also diese nachhaltigen Entwicklungsziele, und das erste Ziel ist die Armutbekämpfung, das zweite Ziel wird Zero Hunger genannt, also den Hunger ausrotten. Und zwar nicht irgendwann, sondern bis zum Jahr 2030. Also wir haben gerade mal noch 8 Jahre Zeit, um den Hunger auszurotten. Die UNO hat also zu jedem dieser großen, das sind in Summe 17 Ziele, hat sie sogenannte Targets, also Unterziele beschlossen, wie man sich das im Detail vorstellt, wie man also zu diesem Zero Hunger kommen kann. Und da sehen Sie das, was also im Zusammenhang mit der Ausrottung des Hungers beschlossen wurde. Also im Jahr oder bis zum Jahr 2030 soll der Hunger generell ausgerottet werden. Und es soll also diese, was wir ganz am Anfang schon besprochen haben, nämlich diese Lebensmittelversorgungssicherheit nach dem UNO-Verständnis geben. Es soll darüber hinaus, sollen also nicht nur eben der echte Hunger ausgerottet werden, sondern auch alle Formen von Fehlernährung.
Also da ist insbesondere eben die Frage der Kleinkinder eine ganz wichtige. Da will man also den Kümmerwuchs von Kindern unter 5 Jahren schon bis 2025. Also in den nächsten 3 Jahren soll das erledigt sein. Ja? Ich überlasse es Ihnen zu beurteilen, wie wahrscheinlich das ist. Die weitere Zielsetzung, die die UNO beschlossen hat, war, dass also die Einkommen der Kleinlandwirte, das gilt insbesondere für die Kleinlandwirte in den Entwicklungsländern, verdoppelt werden soll bis 2030. Und auch deren Produktion, also das, was der Umfang dessen, was sie produzieren, soll verdoppelt werden. So. Dann sollen diese Lebensmittelsysteme, die Produktionssysteme, die sollen nicht so sein, dass also da Raubbau an der Natur getrieben wird, wie das nach wie vor leider der Fall ist, wenn Sie zum Beispiel an die Brandrodungen in Brasilien denken, wo jedes Jahr Millionen Hektar abgebrannt werden, um dort dann Soja anzubauen. Oder wenn Sie an Länder wie Malaysia oder Indonesien denken, wo also das Weltzentrum der Produktion von Ölpalmen, also Palmölproduktion ist. Das funktioniert auch, das ist auch tropischer und subtropischer Regenwald und das funktioniert dort genauso wie in Brasilien, nur eben zum Zweck, dass dort Ölpalmen gepflanzt werden und nicht Soja. Und so gibt es einige solche Arten von Raubbau. Im Übrigen, einen gewissen Raubbau betreiben wir auch in den entwickelten Ländern, sogar mit der traditionellen Ackerwirtschaft. Wissen viele Leute nicht, der Humusgehalt der Ackerböden in den entwickelten Staaten, also in den Industriestaaten, ist im Schnitt nur halb so groß, wie es dem natürlichen Humusgehalt entspricht. Also der natürliche Humusgehalt von einem Ackerboden liegt bei 2% und in der Regel haben wir aber nur 1%. Das ist übrigens ein Riesenthema im Zusammenhang mit der Bekämpfung des Klimawandels, weil dieses nicht vorhandene Humus, das ist alles zusätzliches CO2 in der Atmosphäre. Ja? Und wenn man das durch entsprechende Anbauverfahren ändern könnte, und da gibt es Möglichkeiten, da gibt es sehr vorbildhafte Möglichkeiten, zum Beispiel auch in Österreich, in verschiedenen Regionen, das geht, dann könnte man allein dadurch, dass man nur in der gemäßigten Zone, das ist im Wesentlichen die Zone der Industriestaaten, wenn man dort den natürlichen Humusgehalt wiederherstellen könnte, ja, dann könnte man die gesamten CO2-Emissionen von 15 Jahren allein mit dieser einen Maßnahme speichern. Ja? Also da sehen Sie, dass wir da von einem Megaprojekt reden, aber da passiert relativ wenig, auch bei uns in Europa nicht allzu viel. Und schließlich, das ist schon vorbei, das haben wir schon, ne, theoretisch, nämlich, dass die genetische Diversität, also die Biodiversität gesichert wird. Das war schon vor 2 Jahren angesagt, dass das der Fall ist. Also sein tut es nicht der Fall. Ja. Also das mit diesem Anspruch ist man 2015 an die Welt herangetreten. Und jetzt schauen wir uns an, wo wir stehen. Zurzeit ist es so, also da muss man jetzt eben diese. Und deswegen war das wichtig, dass wir da ein bisschen uns über die Begriffe unterhalten haben. Ja? Also wenn man die ganzen 5 Phasen hernimmt und nur die erste weglässt, wo also Food Security gewährleistet ist und die anderen 4 zusammenzählt, dann sind es in Summe 850 Millionen Menschen auf der Welt, die keine Food Security haben, zumindest nicht im vollen Umfang.
Dabei ist also bemerkenswert, dass in den Jahren 1990 bis 2015, und 2015 hat man ja diese Sachen dann beschlossen, und da war man daher ungeheuer optimistisch, ja, weil es in diesen Jahren davor, in diesen 15 Jahren davor, ständig tatsächlich einen Rückgang an Food- und Versorgungsunsicherheit gegeben hat. Aber seit 2015 sinkt es nicht, sondern steigt es wieder. Und in den letzten Jahren ziemlich dramatisch. Jetzt, wenn man sich aber die extremeren Formen, also das sind diese von diesen fünf Kategorien, die Kategorie 3, 4, 5, also dort, wo es richtige Hungersnote gibt, wo es große Versorgungsprobleme gibt, wo die Leute nicht nur mengenmäßig zu wenig zu essen haben, sondern wo vor allem auch für Kinder und für ältere Menschen nicht entsprechende Lebensmittel zur Verfügung stehen und dergleichen mehr. Da hat man, das hat man also etwas genauer untersucht von der FAO. Und zwar hat man da die 55 am meisten betroffenen Staaten der Welt genauer untersucht. Und da hat man also in Bezug auf diese extremeren Formen von Versorgungsunsicherheit gefunden, dass davon 155 Millionen Menschen betroffen sind. 155 Millionen. Und diese Untersuchung ist aber gelaufen vor Corona und vor allem auch vor dem Ukraine-Konflikt. Also das heißt, wenn Sie das jetzt messen würden, nachher wäre das noch dramatisch schlimmer. In Afrika ist es leider nach wie vor so, der Afrika ist der verhältnismäßig am intensivsten betroffene Kontinent, dass dort an die 20% der Bevölkerung an akuter Fehl- und Mangelernährung dienen. Und die Ärmsten sind da immer die Kinder. Da ist noch etwas vielleicht anzumerken, nämlich auch interessant. Wenn Sie sich in Afrika südlich der Sahara anschauen, welche Bevölkerungsteile sind die, die am stärksten leiden, Sie werden es nicht glauben, das sind in erster Linie die Bauern. Warum ist das so? Das ist deshalb so, weil es in diesen Ländern noch sehr viele Millionen von Bauern gibt, die reine Subsistenzwirtschaft betreiben. Subsistenzwirtschaft nennt man, wenn diese Bauern nur für den eigenen Haushalt produzieren und praktisch nichts auf den Markt bringen können oder verkaufen können an andere oder nur zeitweise ein bisschen etwas. Jedenfalls nicht systematisch für den Markt produzieren, wie das bei uns gang und gäbe ist. Und diese Tatsache führt natürlich dazu, wenn Sie nachher noch bedenken, die schlechten Lagerungsbedingungen in diesen Ländern und verschiedenes andere mehr, führt diese Tatsache dazu, dass diese Menschen am stärksten zum Beispiel von Wetterunregelmäßigkeiten und allen anderen Störungen, die auftreten können, Schädlinge, Pflanzenkrankheiten und, am meisten abhängig sind. Ja? Und deshalb sind die so stark betroffen. Aber die eigentlichen Ursachen des Hungers haben weder mit der Produktion zu tun, sondern die haben mit ganz anderen Dingen zu tun. Von diesen 155 Millionen, von denen ich da vorhin geredet habe, da hat man untersucht, was sind die Ursachen, warum hungern die Leute. Und da sieht man, 2/3 des Hungers ist durch militärische Konflikte und Terror bedingt. 1/4, also ungefähr 25%, durch ökonomische Schocks, man kann auch sagen durch Armut. Ja? Und etwa 10% durch Wetterextreme. Also obwohl das auch dramatisch ist, diese Wetterextreme, aber verhältnismäßig ist es weit weniger als diese militärischen Konflikte. Und was dieses Bild uns zeigt, ist, dass es eigentlich nicht primär darum gehen kann, landwirtschaftliche Anbaumethoden zu verbessern und ähnliches mehr, sondern
wenn wir nicht imstande sind, den Kriege zu beenden und zu reduzieren, wenn wir nicht imstande sind, wirksam die Armut zu bekämpfen, und wenn wir zunehmend, das ist also ein relativ neueres Phänomen, im Klimawandel bedingt die Wetterextreme in den Griff zu bekommen, wobei es da vor allem auch darum geht, eine gewisse Klimagerechtigkeit, nennt man das meistens, herzustellen, weil das werde ich Ihnen dann gleich anschließend zeigen. Es ist ja wirklich tragisch, dass die Bevölkerungen, die zum Klimawandel am wenigsten beitragen, vom Klimawandel am stärksten betroffen sind. Das ist eigentlich die große Ungerechtigkeit, die wir zurzeit in der Welt feststellen müssen. Also daher, wie gesagt, wer den Hunger bekämpfen will, muss Krieg, Terror, Wirtschaftskrisen und Klimawandel bekämpfen. Da führt kein Weg daran vorbei. Aber gehen wir jetzt einen Schritt weiter und schauen uns an, was sind also jetzt so die zentralen Probleme im Zusammenhang mit dem gesamten Ernährungssektor, mit der gesamten Ernährungswirtschaft. Da ist einmal zunächst unser Essverhalten ziemlich maßgeblich. Im Übrigen, also nur damit Sie das einschätzen können, es gibt zurzeit auf der Welt mehr Übergewichtige als Unterernährte. Und man soll ja nicht, ich meine, ich soll da jetzt nicht viel reden, nicht? Weil ich bin auch nicht gerade untergewichtig. Aber der Punkt ist, ja, dass diese Übergewichtigkeit natürlich auch Tote produziert. Nicht durch Kreislaufkrankheiten und dergleichen mehr. Also die Frage ist schon wichtig, wie soll man sich eigentlich richtig ernähren? Und da gibt es diese sogenannten Ernährungspyramiden, wo so aufgehäuft sind, wovon, von welchen Produkten wir da das meiste essen, also wie viel Kohlehydrate, wie viel fette Produkte, wie viel Eiweiß etc. und wie wenig Gemüse und wie wenig Obst und dergleichen. Ja? Und da sehen Sie also, wie es derzeit, das ist typisch auf Europa bezogen, wie sich der Europäer ernährt und was eigentlich einigermaßen ideal wäre. In dem Zusammenhang möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, man sollte das nämlich nicht unterschätzen, was das bedeutet. Die größte Bedeutung in dem Zusammenhang hat der Fleischkonsum, logischerweise. Ja? Weil der Fleischkonsum ist ja vor allem also die ganze Schweine- und Geflügelhaltung und so weiter, das ist ja alles an sich hergestellt mit Produkten, die auch direkt vom Menschen konsumiert werden könnten. Ja? Und es gibt ziemlich von mehreren Autoren ziemlich gute Berechnungen, wo man ausgerechnet hat, wenn sich die ganze Welt so ernähren würde, also in der Ernährungszusammensetzung, wie der Durchschnittseuropäer, wohlgemerkt der Durchschnittseuropäer, da ist die Folge davon, dass dadurch alleine 2 Grad Erderwärmung entsteht. Da braucht man dann nichts mehr anderes. Ja? Also damit sehen Sie also auch da, was da für einen Druck und für eine Riesendimension dahinter steht. Das nächste ist also die Frage der Armut. Das habe ich schon aufmerksam gemacht. Also hier ist es so, die hellen Flächen, das sind die armen Länder und die dunklen und roten Flächen sind die reichen Länder. Das verschiebt sich über die Zeit, aber nur ganz geringfügig. Sie sehen, das Armenhaus der Welt ist nach wie vor Afrika und da wiederum Afrika südlich der Sahara und nördlich von Südafrika und dann Südostasien. Man darf das nicht unterschätzen, in Summe gibt es in Südostasien immer noch mehr Unterernährte zahlenmäßig als in Afrika. Ja? Also da ist immer noch das größte Problem vorhanden. Dann gibt es ein anderes Problem,
wo Sie auch sehen, wie manchmal man auch von Seiten von Experten sozusagen mit Einschätzungen daneben greift. Ja. Die FAO hat also 2005 festgestellt, offiziell in der FAO-Versammlung, dass also die Tatsache, dass die Lebensmittel immer billiger werden, dazu führt, dass hunderte Menschen, vor allem in den Entwicklungsländern, hungern müssen. Nur 3 Jahre später haben sie festgestellt, die steigenden Nahrungsmittelpreise sind es, die schuld sind an der Tatsache, dass so viele Menschen hungern müssen. Also es kann ja schwer beides gleichzeitig richtig sein, aber es zeigt, wie komplex das Problem ist. Ja? Und deswegen müssen wir uns auch ein bisschen mit dieser Komplexität beschäftigen. Da gibt es also ein Thema, das bei uns sehr stark diskutiert wird. Das ist die Frage des Wegwerfens von Lebensmitteln. Ja? Also bezogen auf Österreich ist es so, dass zum Beispiel in Wien mehr Lebensmittel weggeworfen werden, als in Graz konsumiert. Ja. Ja. Es ist so, dass ungefähr 30% dessen, was produziert wird auf den Feldern und in den Ställen, eigentlich nicht an sein Ziel gelangt. Da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Ja? Einer der wichtigsten Faktoren in dem Zusammenhang ist das berühmte Ablaufdatum. Und es ist nach wie vor den Leuten nicht beizubringen, dass dieses Ablaufdatum ein Haftungsdatum ist und nicht unbedingt viel damit zu tun hat, ob das Lebensmittel noch genießbar ist oder nicht. Ja? Sondern mit diesem Datum mindesthaltbar bis, da steht auf der Packung, bis zu diesem Datum haftet der Hersteller, dass garantiert dieses Lebensmittel konsumierbar ist. Am Tag danach haftet er nicht mehr. Da geht die Haftung sozusagen auf den Konsumenten über. Aber das heißt eben, wie gesagt, noch lange nicht, dass diese Lebensmittel schlecht werden oder schon sind. Aber da steckt ein Riesendilemma drinnen, weil da werden Tag für Tag tonnenweise Lebensmittel nur deshalb, weil das Datum überschritten ist, weggeworfen. Genauso, aber da ist schon auch eine, da trifft schon auch die Konsumenten eine gewisse Mitschuld, nicht? Weil zum Beispiel, das hat mir der frühere General von der Rewe mehrmals erzählt, nicht? Da haben sie also auch Untersuchungen und Umfragen dazu gemacht. Wenn der Konsument erwartet, dass 10 Minuten vor Geschäftsschluss noch das volle Angebot an Brot oder anderen verderblichen Produkten vorhanden sein muss, ja, nachher ist es zwangsläufig, dass da große Mengen weggeworfen werden. In den Entwicklungsländern wiederum ist es ziemlich anders. In den Entwicklungsländern, interessanterweise unterm Strich, ist der Prozentsatz dessen, was nicht in den Mägen der Menschen landet, ähnlich groß. Aber dort geht das meiste verloren durch Ernteschäden, weil einfach die Erntemethoden so unzureichend sind, dass also da vieles auf den Feldern bleibt. Ja. Und dann vor allem durch Verrottung in den Lagern. Das sind die 2 Hauptfaktoren, die in den Entwicklungsländern eine Rolle spielen. Aber ganz generell, ja, also wenn Sie da dieses Schema, das Sie da hinter mir sehen, sich anschauen, dann, das bezieht sich jetzt aber allerdings wieder auf Europa. Da ist es so nicht, dass also auf einem Hektar ungefähr 4.600 Kilokalorien geerntet werden. Da gibt es also auch bei uns Ernteverluste, aber wie Sie sehen, sind die nicht sehr groß. Das sind 600 Kalorien, das sind ungefähr 15%. Ja? Und dann geht aber bei uns ein großer Teil in die Fütterung. Also in Österreich auch zum Beispiel wird mehr Getreide verfüttert, als direkt von den Menschen konsumiert. Ja? Also in Form von Brot und dergleichen. Und dann gibt es eben diese Abfälle, von denen wir vorhin gesprochen haben.
Und das heißt, dass am Ende für den häuslichen Verbrauch 2000 Kilokalorien überbleiben. Also wenn Sie das vergleichen mit dem, was Sie ernten, dann ist das weniger als die Hälfte. Ja? Also da sehen Sie schon, dass da dramatische Bewegungen im Gange sind. Ein weiterer Faktor, der vor allem die Entwicklungsländer betrifft, das ist die Schlauheit der sogenannten Experten. Ja? Die sogenannten Experten haben nämlich in den 80er, 90er Jahren bis also 2000 haben also gefunden, dass wenn man einen Arbeitsplatz schafft, dann ist es billiger, einen Industriearbeitsplatz zu schaffen, als einen Arbeitsplatz in der Landwirtschaft. Und daher haben sie also die Entwicklungshilfe für die Landwirtschaft Jahr für Jahr immer weiter reduziert. Wie Sie da an dieser Kurve sehen können, Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, war der Anteil der gesamten Entwicklungszusammenarbeitsmittel, der in die Landwirtschaft geflossen ist, noch 20%. Und in Richtung 2010 war es teilweise unter 5%. Ja. Jetzt in letzter Zeit ist es wieder leicht gestiegen, aber es ist immer noch weit unter 10%. Ja. Also da sieht man, dass man auch gewissermaßen die Zielrichtung der Entwicklungszusammenarbeit einfach zum Teil völlig falsch angelegt hat. Jetzt erinnern Sie sich, vorhin habe ich Ihnen diese Karte der Armut auf der Welt gezeigt. Das waren damals die Heldenländer. Wenn Sie das jetzt vergleichen, können Sie das ja noch einmal zurück tun. Ja. Und wenn Sie das jetzt vergleichen mit dieser Karte, da sehen Sie, dass die Heldenländer von vorhin jetzt diese roten Länder in erster Linie sind. Das heißt, genau das, was ich schon angekündigt habe, nämlich, dass die Entwicklungsländer vom Klimawandel wesentlich massiver betroffen sind als die reichen Länder der Welt. Noch dazu kommt eines, das gönne ich Ihnen eigentlich zurzeit überhaupt nicht, nämlich, dass die Russen sogar gewinnen durch den Klimawandel, weil die Gebiete von Nordsibirien und so weiter für die Landwirtschaft immer besser geeignet werden. So, nächstes Thema. Das ist zurzeit ein Riesenthema, die Frage der Preise. Das ist der letzte Index für diese Preisentwicklungen. Gibt die FAO einen Index heraus. Das ist der geht natürlich nur bis 2021, weil für 2022 kann es ja noch nichts geben. Aber da sehen Sie, dass praktisch alle Lebensmittelpreise in den letzten Jahren ziemlich massiv nach oben gegangen sind. Und da ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Das wird also noch weitergehen. Und da ist eine etwas andere Kurve. Das ist also der Lebensmittelpreisindex über die Jahre. Ja. Da sehen Sie auch an der gelben Linie, wie steil das jetzt wieder nach oben geht. Und hinter dieser einfachen Kurve da versteckt sich aber ein Riesendrama. Und dieses Drama ist jetzt wieder im vollen Gange. Wir haben dieses Drama zum letzten Mal gehabt im Jahr 2015, wie die große Flüchtlingswelle war. Der Auslöser dieser Flüchtlingswelle und auch der Auslöser für den arabischen Frühling damals waren in erster Linie Probleme in der Lebensmittelversorgung. Und warum kommt es dazu? Weil die arabischen Länder sind die größten Getreideimporteure der Welt. Klar, in der Wüste wächst da nicht allzu viel, nicht? Also, und Gott so, also der größte Importeur überhaupt ist Ägypten. Ja? Die haben die größten Weizenimporte. Und dort ist es noch dazu so, bleiben wir bei dem Beispiel Ägypten,
Dort ist es noch dazu so, dass das einfache Brot vom Staat ziemlich hoch subventioniert wird. In der Vergangenheit ist das sogar so hoch subventioniert worden, dass die ägyptischen Kleinbauern für ihre Ziegen und für ihre Schaf Brot gekauft haben, weil es billiger war, als wenn sie Futtermittel gekauft hätten. Ja? Also man kann auch solche Dinge ins Absurde treiben. Ja? Aber das eigentliche Problem ist, dass damals im Jahr 2015 sich der Weizenpreis innerhalb von 3-4 Monaten verdoppelt hat. Und jetzt, wenn Sie bedenken, dass ein ärmerer Haushalt im Delta von Ägypten, im Nildelta oder auch in Oberägypten, im Schnitt ungefähr 60% des Haushaltseinkommens nur für die Ernährung ausgeben muss, und wenn jetzt diese Ernährung doppelt so teuer wird, da geht sich das alles hinten und vorne nicht mehr aus. Ja? Und genau das, und oder noch massiver ist das Problem damals entstanden im Zusammenhang mit den Flüchtlingslagern, die ja die größten Flüchtlingslager waren ja in der Türkei, in Jordanien und im Libanon. Das sind ja heute noch die großen Lager, vor allem für die syrischen Flüchtlinge. Ja? Die Ernährung für diese Flüchtlinge, und das sind ja immerhin, in den türkischen Lagern waren damals über 2 Millionen Menschen, in den libanesischen Lagern ungefähr 700.000 und in Jordanien auch ähnlich viele. Ja. Also die Ernährung, die wird über ein eigenes Programm sichergestellt, und zwar nennt sich das World Food Aid Program. Ja. Also das gibt es schon einige Jahre. Damals hat gerade die UNO-Vollversammlung mit der FAO gestritten. Daher haben sie der FAO das nicht zugetraut, dass die das managen gescheit. Und haben also da ein eigenes Programm aufgestellt mit einer eigenen Verwaltung. Und dort wird also die Verteilung und die Finanzierung entschieden. Das wird natürlich im Wesentlichen von den reichen Ländern der Welt finanziert. Also in erster Linie von den Amerikanern, Australien, Kanadiern und von der Europäischen Union. Aber was haben die schlauen Europäer damals gemacht? In großer Einigkeit mit den Amerikanern, sie haben genau in diesem Jahr, wo die Preise explodiert sind, haben sie die Dotierung, die finanzielle Dotierung des Programms halbiert. Dass es dann ein Problem gibt, wenn ich dort in dem Lager nichts mehr zum Essen kriege, bleibt mir ja nichts anderes übrig, als zu gehen. Was soll ich sonst machen? Verhungern ist auch nicht gerade eine gute Lösung. Ne? Also da sehen Sie, wie sehr das also auch Wirkungen haben kann, die also unser gesamtes Sicherheitssysteme und so weiter in Frage stellen. Und jetzt zur Zeit haben Sie genau dasselbe Problem. Das ist natürlich in erster Linie durch die Ukraine und durch Russland bedingt. Ich werde Ihnen gleich zeigen, wie wichtig diese beiden Länder sind für die Weizenversorgung der Welt. Aber da ist es jetzt so, dass also das der Auslöser dafür ist, dass die Preise wieder momentan explodieren. Wobei man auch, glaube ich, hinzufügen muss und kritisch anmerken muss, dass es dass also hier Windfall Profits eine große Rolle spielen. Das heißt, also wenn der Weizenpreis steigt, ja, dann steigt gleich der Brotpreis im selben Ausmaß. Ja. Dafür gibt es ja keinen Grund. Wissen Sie, was der Wert des Weizens ist von einer Semmel? 6%. Weniger, 3%. Ja. Also das ist gar nichts. Ja. Und das heißt aber, wenn sich nur der Weizenpreis erhöht, ist das noch lange kein Grund, warum das Finalprodukt dann um so viel teurer werden muss. Also da, das ist wie bei den Tankstellen zurzeit. Da spielt sich dasselbe Spiel ab. Das ist eigentlich eine sehr unfaire Praxis. Und da schaut eigentlich die Welt ziemlich zu. So, da haben wir jetzt also einen Globus, wo die Ukraine drauf ist, und da sehen Sie, wohin die Ukraine ihr Getreide exportiert. Da sehen Sie auch die Länder. Also Nummer eins, auch von den
Weizenexporten der Ukraine ist Ägypten als Hauptdestination. Da werden über 600.000 Tonnen hingeliefert. Dann an zweiter Stelle Indonesien und so weiter. Ja. Also da sehen Sie, da, wie wichtig die Ukraine in dem Zusammenhang ist. Und wenn jetzt nicht angebaut werden kann wegen des Krieges und eine Ernte ausfällt, mündet das in eine Katastrophe logischerweise. Weil ja, Sie müssen wissen, dass Weizen wird ja nicht gehandelt, so jetzt bringe ich da einen Sack Weizen und dann kauft man wer ab, sondern das sind ja alles Termingeschäfte. Also zurzeit wird bereits die Ernte des heurigen Jahres und auch des kommenden Jahres 2023 gehandelt auf den Weizenbörsen. Ja. Da sehen Sie, wer insgesamt die größten Exporteure sind. Also da ist ja seit jetzt wenigen Jahren, das war früher etwas anders, lange Zeit waren die USA an erster Stelle, ist jetzt da Russland mit 8 Millionen Tonnen, die die Russen exportieren. Und das ist nur der Weizen. Die exportieren dann auch jede Menge Mais und vieles andere. Also Russland hat sich in den letzten 20, 30 Jahren zu einem riesigen Agrarland entwickelt, wobei man noch dazu sagen muss, dass das meiste, was dort geerntet und angebaut wird, entweder in den Händen der Oligarchen ist oder in ausländischen Händen. Es gibt also sehr viele Firmen und auch private Besitzer, die in Russland Landwirtschaften haben, wobei da Einheiten in der Größenordnung zwischen 20 und 100.000 Hektar für einen Betrieb sind. Ja. In der Ukraine ist es ein bisschen anders. Da sind auch viele Ausländer, die da Landwirtschaft betreiben. Die haben meistens eine Größenordnung zwischen 2.000 und 5.000 Hektar. Ja. Wobei in der Ukraine es noch dazu so ist, da können sie das Land nicht kaufen, sondern nur pachten. Ja. In Russland kann man das kaufen. So, und da ist also jetzt dieses Food Aid-Programm, von dem ich vorhin gesprochen habe. Und da sehen Sie, dass mit Abstand die Ukraine der größte Lieferant ist, der für dieses Welternährungsprogramm liefert. Also daher diese grobe Störung, die wir jetzt da haben, die bringt alles durcheinander. Und ja, also ich würde ja dafür plädieren, dass man sofort die Mittel, die für das Welternährungsprogramm zur Verfügung gestellt werden, verdoppelt. Ansonsten treiben wir den Hunger an in einem Ausmaß, dass wir noch zusätzlich Hunderttausende Flüchtlinge produzieren. Ja. Also da sehen Sie jetzt ein bisschen, wie brisant zurzeit die Weltlage in diesem Bereich ist. Da gibt es also dann noch ein Thema, das sich in den letzten Jahren ziemlich beruhigt hat, nämlich eine Zeit lang, da ist ja gerade in Österreich also nur die Rede gewesen von Biogasproduktion, von Biodieselproduktion und verschiedene andere Treibstoffproduktion, die mit hohen Subventionen für die Bauern verbunden waren und wo man aber nur einen minimalen Marktanteil erreicht hat. Es gibt eigentlich nur ein Land auf der Welt, wo die Produktion von Benzin und Treibstoff aus biogenen Rohstoffen eine wirkliche große Bedeutung hat, und das ist Brasilien. In Brasilien wird mittlerweile mehr Benzin produziert aus Zuckerrohr hauptsächlich als aus Erdöl. Das ist aber eine einmalige Situation, die allerdings wiederum dann auch mit dem wenig nachhaltigen Verhalten der brasilianischen Landwirtschaft zusammenhängt, weil für diese Zuckerrohrplantagen wird also auch jede Menge abgeholzt. Noch ein Thema, der Agrarhandel. Da hat man ja viele Jahre vor allem den Europäern den Vorwurf gemacht, dass wir sozusagen mitschuldig sind, den Hunger in Afrika zu forcieren durch unsere Import-Export-Politik.
Da sehen Sie, also neuere Zahlen habe ich jetzt einmal keine gefunden. Die sind schon ein bisschen in die Jahre gekommen, diese Zahlen. Aber Sie sehen, dass das nicht so dramatisch ist, vor allem wenn man bedenkt, ja, dass die Europäer nach Afrika nicht oder verhältnismäßig wenig Grundnahrungsmittel ausführen, sondern in erster Linie Spezialprodukte und verarbeitete Produkte mit einem relativ hohen Wert exportieren. Und was wir importieren, das ist natürlich Kaffee, Kakao, Tee, also tropische und subtropische Produkte, Baumwolle, die bei uns gar nicht wachsen. Also dieses Thema sollte man nicht überschätzen. Das wird meistens, aber das eignet sich gut zum Kampanisieren, daher wird es also öfter mal dafür eingesetzt. Ja. Dann gibt es noch ein Phänomen, das ich Ihnen auch nicht vorenthalten möchte. Das ist das sogenannte Landgrabbing. Dieses Landgrabbing, das spielt, wie man da sieht, vor allem in Afrika, ganz besonders in einzelnen Ländern, in Sudan zum Beispiel oder in Madagaskar, eine große Rolle oder auch in Südostasien. Warum konzentriert sich das so auf einige Länder? Das hängt also mit den politischen Systemen zusammen. Das sind alles also Länder, wo es Diktaturen gibt, ja, und wo also einer entscheidet, wem das Land verkauft wird. Und da gibt es noch ein anderes Problem in dem Zusammenhang, und zwar wird da großer Stil heißt da 1 Million Hektar oder so, wird Land gekauft. Und das ist in Afrika und auch in diesen asiatischen Ländern deshalb so leicht, weil es ja da natürlich keine Grundbücher gibt und also das Eigentum am Land nirgendwo geregelt ist. Ja. Das entspricht auch der afrikanischen Tradition, dass man eigentlich nur Nutzungsrechte am Land hat und nicht Eigentumsrechte. Und diese Nutzungsrechte, die werden noch dazu von Generation zu Generation meistens nur mündlich weitergegeben. Ja. Also daher, wenn man da jetzt formale Landtitel verlangt, nicht, nachher sind die Bauern diejenigen, die da die großen Draufzahler sind. Und in Extremfällen, wie das zum Beispiel im Sudan mehrmals der Fall wird, sind dann die Käufer, gehen sogar so weit, dass sie dann die angestammten Bauern von ihrem Land vertreiben. Ja. Wobei also in Afrika die Landkäufer und auch in Indonesien und auf den Philippinen nicht selten Chinesen sind. Ja. Da gibt es aber immer die Meinung, die Chinesen, weil sie so viele Einwohner haben, kaufen sie in Afrika Land, damit sie dann die Produkte, die dort produziert werden, nach China exportieren können. Jetzt spielt eine völlig sekundäre Rolle. Die primäre Rolle ist, es gibt viele reiche und immer mehr sehr, sehr reiche Chinesen, die Mittel und Wege suchen, wie sie ihr Geld anlegen können. Und von einem kann man ausgehen. Nachdem also die Nachfrage nach Land bei einer wachsenden Weltbevölkerung weiter steigen und nicht sinken wird, werden auch die Preise für das Land steigen und nicht sinken. Also daher ist es für einen chinesischen Magnaten eine ziemlich sichere Geldanlage. Ja? Das ist der Grund, der Hauptgrund, warum es diese Phänomene gibt. So, jetzt haben wir Grauslichkeiten genug beschrieben. Jetzt ist also die Frage, was soll man tun? Wie können wir einigermaßen die Ernährung auf der Welt sichern? Dann gibt es ein Problem, muss ich leider sagen, nämlich von Landwirtschaft versteht jeder was. Ja? Also wir haben in Österreich 8 Millionen Agrarexperten. Ja? Eindeutig, ja. Nur, also, wenn man sich genauer anschaut, dann kommt man zu sowas, ja. Also, so funktioniert in etwa global gesehen das System.
Ich glaube, Sie stimmen mir zu, wenn ich jetzt nicht anfange, das im Detail zu erklären. Aber ich wollte Ihnen das nur zeigen, damit Sie sehen, wie komplex diese Dinge sind und zum Teil auch voller Widersprüche. Wir haben aber einige so quasi Grundpfeiler schon eingeschlagen in dem bisherigen Überleben. Da ist einmal die Frage des Friedens und die Frage der Bekämpfung von Terror und Krieg. Da ist also dann ein Schritt weiter zu gehen, auch die Frage der inneren und äußeren Sicherheit, die Armutsbekämpfung bzw. die soziale Verteilung des Kapitals in unseren Ländern. Da ist natürlich die Klimawandelbekämpfung. Da ist aber auch, also selbst wenn wir, was zurzeit leider nicht sehr wahrscheinlich ist, diese 1,5 Grad, von denen immer die Rede ist, erreichen sollten, dann sollte niemand glauben, dass das keine groben Auswirkungen hat. Ja, das hat grobe Auswirkungen, aber gerade nur so grobe Auswirkungen, dass sie noch managebar sind, ja? Dass das ganze Ding nicht aus dem Ruder läuft. Ja? Und das heißt aber auch, dass wir uns auf jeden Fall, gerade in der Landwirtschaft, auch an den Klimawandel anpassen müssen. Was heißt das? Das heißt zum Beispiel neue Sorten, die resistenter sind gegen Dürreperioden. Das heißt zum Beispiel neue Sorten, die gegen gewisse Krankheiten resistent sind, weil eine Folge des Klimawandels, vor allem dort, wo verstärkt Dürren auftreten werden, ist auch, dass wir auch in Europa völlig neue Schädlinge und neue Krankheiten in der Landwirtschaft kennenlernen werden und uns überlegen müssen, wie wir mit diesen umgehen. Und dann wollen wir ja das Ganze noch dazu auf möglichst natürliche Art und Weise, also nicht mit der großen Giftspritze in den Griff kriegen. Da haben wir also eine Riesenaufgabe. Und dann schließlich ist das Thema Resilienz. Dieses Thema ist also im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Klimawandel auch. Und zwar geht es da darum, dass einfach unsere Agrarsysteme robuster werden müssen, dass sie nicht so anfällig auch gegen kleine Störungen schon sind, sondern dass sie kleine Störungen sozusagen die Natur imstande ist, wegzustecken. Und in dem Zusammenhang gibt es auch das Problem, dass wir uns überlegen müssen, wie wir diese Anpassung an die veränderten Verhältnisse managen. Weil die Natur hat schon die Fähigkeit, sich an geänderte Verhältnisse anzupassen. Nur hat sie ein Dilemma. Das ist in den Naturgesetzen so gegeben, vorgegeben. Nämlich sie braucht Zeit dafür. Und diese Zeit steht möglicherweise nicht zur Verfügung. Und daher muss man sich dann also andere Dinge überlegen, wie man mit dem Problem umgehen könnte. Die Vorschläge oder Anregungen, die hier aufgezeichnet sind, das sind also zum Teil altbekannte Dinge. Aber deswegen nicht unwichtiger, ja. Also natürlich ist Know-how, ist Wissen, ist Bildung, ist Beratung von entscheidender Bedeutung. Natürlich haben wir jetzt schon mehrmals die Wichtigkeit der Klimawandelbekämpfung erwähnt. Ein Punkt ist auch, den haben wir noch nicht erwähnt, also in diesem Bereich gibt es nicht wenig Korruption. Gegen die sollte man auch vorgehen, aber nicht nur im Zusammenhang mit Landwirtschaft, sondern auch in anderen Zusammenhängen. Nicht? Also vielleicht können ja die Österreicher da vorbildhaft sein und den Ehrentitel, dass wir der nördlichste Balkanstaat sind, wieder ein bisschen loswerden. Ne? Das wäre ja vielleicht eine Möglichkeit. Aber das ist nur eine zynische Nebenbemerkung. Gut, was aber ein größeres Problem ist, ist die Demokratisierung der Welt, die ja gerade jetzt also eigentlich am Prüfstand steht und zur Debatte steht.
weil es ja immer mehr, im Übrigen auch bei uns, immer mehr Leute gibt, die der Meinung sind, so eine bisschen autoritäre Führung wäre eigentlich schon ganz gut, nicht? So eine bisschen Urbanisierung Österreichs wäre kein Fehler, nicht? Oder andere populistische Ideen, die es da gibt, da können wir nachher drüber diskutieren, wenn Sie wollen. Die Frage der Nachhaltigkeit, die bleibt, ja? Weil die Sustainable heißt ja nachhaltig, Development Goals, da geht es ja genau um dieses nachhaltige Modell. Und dieses nachhaltige Modell, das ist nicht nur, wie viele immer wieder meinen, dass wir ökologischer werden müssen. Die Nachhaltigkeit hat im Wesentlichen drei Dimensionen. Eine ökonomische Dimension, eine soziale Dimension, die sehr häufig mittlerweile eigentlich im Minimum ist, und dann die ökologische Funktion. Und Nachhaltigkeit erzielen hieße eigentlich, dass es uns gelingt, eine Balance zu schaffen zwischen diesen drei Dimensionen, die noch dazu möglichst stabil sein soll, damit sie nicht, wenn also irgendeine Störung ist, das Ganze wieder zusammenbricht. Das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Und das ist das, was wir zustande bringen müssen. Da ist also natürlich auch politische Führung gefragt. Ganz konkret im Zusammenhang auch insbesondere mit den Entwicklungsländern, also dass wir das Food Aid Programm aufstocken müssen, da bin ich zutiefst davon überzeugt und das ist ungeheuer dringlich. Dann hat ja schon vor mehr als 30 Jahren, hat also die UNO beschlossen und alle haben einstimmig zugestimmt, dass also 0,7% des BIP für Entwicklungszusammenarbeit zur Verfügung gestellt wird. Österreich ist da besonders vorbildlich, weil wir liegen zurzeit bei 0,2. Ja. Also da ist also auch Anspruch und Wirklichkeit sehr, sehr verschieden. Und das ist also wirklich zum Schämen zum Teil, was also da passiert. Eine Möglichkeit, wie man so also mehr Geld aufstellen kann, wäre eine Finanztransaktionssteuer. Darüber wird aber auch schon lange diskutiert. Das hat gewisse Für und Wider, ist ja nicht ganz einfach, auch im Handling. Aber wir müssen mehr öffentliche Mittel auf irgendeine Weise zustande bringen, um also hier die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen. Eine Verbesserung ist ja eingetreten auf der europäischen Ebene voriges Jahr, oder ist schon vor bald 2 Jahren, nämlich, dass zum ersten Mal die EU-Kommission die Möglichkeit erhalten hat von den Mitgliedstaaten, dass sie überhaupt auch Kredite aufnehmen darf und dass sie auch europäische Steuern einführen darf. Und da denkt man in erster Linie an die Einführung von Umweltsteuern. Aber damit bin ich jetzt einmal schon am Schluss. Nur eines möchte ich Ihnen noch mitgeben, dass das Drama noch einmal verdeutlicht. Nämlich jetzt haben wir dieses Riesenproblem und dieses Riesendilemma mit der Ukraine. Und es wird uns alle noch ziemlich massiv betreffen. Auch finanziell betreffen. Da sollte man sich nicht drüber hinwegschwindeln. Das ist so. Aber das ist immer noch besser, mit scharfen Sanktionen vorzugehen, als wenn dann die Särge daherkommen. Ja? Das sollte man auch bedenken. Ja? Und das ist eine Sache. Aber mit dem Problem der Ukraine ist ja deshalb sind weder die wirtschaftlichen Folgen von Corona, die ja auch nicht ohne sind, verschwunden, schon gar nicht der Klimawandel verschwunden, auch nicht die Tatsache, dass wir in Europa die älteste Bevölkerung der Welt haben, das heißt also viel zu wenig junge Leute, um das ganze Sozialsystem im Gleichgewicht zu halten. Also was wir als Problem zusätzlich mehr und mehr spüren, ist eine Kumulation von Problemen.
Und alle diese Probleme sind so bedeutend, dass man nicht sagen kann, naja, jetzt machen wir mal eine Pause, nicht? Und den Klimawandel verschieben wir jetzt einmal um 20 Jahre und dafür schauen wir, dass wir also die Ukraine wieder aufbauen oder ähnliches mehr. Das funktioniert so nicht. Wir müssen also diese Dinge gleichzeitig einigermaßen vernünftig auf die Reihe bringen. Und da, glaube ich, ist einmal schon ein guter Schritt getan, wenn Sie sich für diese Dinge interessieren und wenn Sie da wachsam sind. Ich glaube, Wachsamkeit ist zurzeit ein ganz wichtiger Punkt. Und da können wir ja später mal bei Gelegenheit wieder über diese Wachsamkeit diskutieren. Dankeschön.